Autoritäre Regierungen versuchen an drei Säulen sofort ihre Hand anzulegen. Das erste ist die Opposition, sie soll mundtot gemacht werden. Das zweite ist die Justiz, sie soll gleichgeschaltet werden. Und das dritte sind die Presse- und Medienvertreter, die nicht mehr kritisch berichten sollen. Die Europäische Union steht für Werte. Es ist ihr USP, es ist ihre Grundberechtigung, anders als andere Wirtschafts-, Finanz- oder Handelsorganisationen zu bestehen. Wir als Europäer und wir als Europäische Union neigen dazu, ich finde zu Recht, Länder wie die Türkei oder auch Russland dafür zu kritisieren, dass die Presse- und Meinungsfreiheit dort nicht frei sind. Wenn man einen kurzen Blick auf den letzten Bericht der Reporter ohne Grenzen aus dem Jahr 2017 zur Kenntnis nimmt, dann nimmt man zur Kenntnis, dass viele europäische Länder mittlerweile auf der Liste sind, die die Meinungsfreiheit mit Füßen treten. Da ist Malta innerhalb eines Jahres von Platz 18 auf Rang 65 gefallen. Da ist Polen, ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union, auf Platz 58 gefallen. Auch Ungarn ist bereits genannt worden. Aber es sind noch andere Länder. In der Slowakei im Februar 18 wurde der Investigationsreporter Jan Kurczak ermordet. Der inzwischen zurückgetretene Ministerpräsident beschuldigte Journalisten, Zitat, als dreckige antisowjetische, slowakische Prostituierte, Idioten und Hyänen. Auch in Tschechien hat Staatspräsident Miloš Zeman durch Entgleisungen so manche Pressekonferenz auch dadurch bereichert, dass er mit Kalaschnikow-Attrappen die Pressekonferenzen geführt hat und auf die Kalaschnikow auch geschrieben hat für Journalisten. Es gibt also die Frage auch der Glaubwürdigkeit. Eine Europäische Union, die eine so wichtige Grundrechtsfrage wie Meinungs- und Pressefreiheit ernst nimmt und anderen Ländern zu Recht, wie ich noch einmal betone, vorhält, dass sie nicht dieses Recht respektieren, kann nur ernst genommen werden, wenn sich die Europäische Union selbst ernst nimmt. Wir erleben auch in Deutschland mittlerweile den Einfluss von Parteien wie die AfD, die deutlich die Journalisten als ein Ziel ihrer Kritik aufnehmen. Der Deutsche Journalistenverband warnt ausdrücklich vor dieser Entwicklung und bezeichnet die Verrohung und die Aggressivität gegenüber Journalisten als eine Bedrohung auch in Deutschland. Es gibt den Begriff, den fast alle autoritäre Regimes auch innerhalb der europäischen Regierung gerne verwenden, und das ist der Begriff der Lügenpresse. Dieser Begriff setzt definitorisch voraus, dass es eine Absicht, einen Vorsatz gäbe, von der gesamten Presse zu lügen. Nun muss man eingestehen, und ich gehöre auch zu dieser Berufsgruppe der Journalisten, dass Fehler geschehen. Aber diese Fehler geschehen in der Regel nicht absichtlich, und wo sie absichtlich geschehen, wie beispielsweise vor kurzem im Spiegel, wird es eine Frage aller Behörden, unter Umständen auch staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen sein, wie damit umzugehen ist. Aber das ist nicht die Absicht dieses Begriffes. Die Lügenpresse, übrigens ein Begriff, der aus den 30er Jahren kommt, unterstellt, dass eine imaginäre Macht in der Lage wäre, gleichgeschaltet zigtausende Journalisten in Deutschland oder noch mehr in anderen Ländern so zu organisieren und zu manipulieren, damit sie die Gesellschaft manipuliert. Diese Manipulationen kennen wir aber nicht von Journalisten in den Medien, den sozialen Medien, immer mehr. Dass dabei sogar Staaten sich in diese Manipulation hineinbegeben, ein Stichwort ist Russland,
und dass die Identifizierung von solchen Informationen und Fehlinformationen nicht mehr möglich sind, ist eines der Probleme der Zukunft, die wir, was eine Informationsgesellschaft braucht, benennen müssen, damit Zuverlässigkeit entsteht und nicht Legenden die Oberhand benutzen. Es ist bereits von Fake News gesprochen worden. Es gibt eine Steigerung der Fake News und das sind Alternative News. Also man kann auch Alternativen zu Fakten und zu Neuigkeiten formulieren. Wenn das alles so ist und sich in eine Gesellschaft einsickert, dann ist nichts mehr wahr oder belegbar oder richtig oder falsch. Und dieses geht an die Substanz von demokratischen Gesellschaften, die eine Grundlage von Fakten und von Informationen anerkennen müsste können, um daraus Reflexion, Diskussion und Streit zu ermöglichen. Wie weit die Pressefreiheit in verschiedenen Ländern in der Europäischen Union gefährdet ist, ist jedenfalls eine Entwicklung, die heute auch hier deswegen besprochen werden soll, weil wir es aus Diktaturen kennen, dass diese rote Linie, die dann irgendwann überschritten ist, Journalisten auch gefährdet, und zwar körperlich und lebensgefährdet. Wir haben Kollegen und Kolleginnen, die in der Türkei in Gefängnissen sitzen. Wir haben andere Länder, wo dies auch der Fall ist. Dies ist keine Kleinigkeit, über die wir heute verhandeln wollen. Denn hinter dieser Medien- und Pressefreiheit steckt eigentlich die größte Freiheit und der Sauerstoff von freien Ländern, nämlich Meinungsfreiheit. Die Möglichkeit zu reflektieren, zu diskutieren, einzuordnen und das angstfrei. Wird die Presse- und Medienfreiheit organisiert oder wird sie unterdrückt, verändert sich dieser Diskurs. Was folgt daraus? Wie weit wird es Ansteckungsgefahren geben, weil einige Länder der Europäischen Union damit aggressiver umgehen, umwandeln, was das Selbstverständnis ist für die anderen Länder? Kann eine Europäische Union sich leisten, Mitgliedsländer innerhalb der Europäischen Union sanktionsfrei zu lassen, die ein solches Grundrecht nach einer Recherche, von mir aus auch einer rechtlichen Kontrolle mit Füßen treten? Wie weit beeinflusst uns das alles? Und eine letzte Bemerkung, ich will das nochmal verstärken, was Herr Präsident Divenich gerade gesagt hat, wir haben in den nächsten Monaten Wahlen in Europa. Es wird nicht auszuschließen sein, dass während dieser Wahlen in den sozialen Medien auch versteckt oder eingebettet als Nachrichten, als Informationen, als das Ergebnis von journalistischer Arbeit Manipulationen stattfinden werden, die von fremden Ländern einerseits, aber auch von interessierten politischen Gruppen andererseits in das Netz gestellt werden, obwohl sie falsch sind. Die Entwicklung der Bots hat sich zum ersten Mal gravierend bei der Wahl der Vereinigten Staaten von Amerika dargestellt. Wie weit diese Manipulationskraft sich auch in diesen Wahlen und in den nächsten in Europa darstellen wird, werden wir zu verfolgen haben. Nichtsdestotrotz ist noch ein Letztes zu erwähnen. Es gibt mittlerweile Staaten, die eigene journalistische Profile aufbauen oder Fernseh- und Radiosender, die in Deutschland und in anderen Ländern ihre Arbeit machen, als wären sie journalistische Profile und sind letztendlich nichts anderes als Propagandainstrumente. Eins davon ist beispielsweise der russische Sender, der ebenfalls in Deutschland als ganz normaler Fernsehsender wahrnehmbar ist, in deutscher Sprache, und mit vielen Menschen, die sich Journalisten nennen, aber in Wirklichkeit Propaganda ausfüllen. Darüber muss geredet werden. Ich glaube, dass wir mittlerweile in einer sehr ernsten Lage sind, in einer Situation, in der es um grundsätzliche Fragen geht, dass wir darüber nachdenken können, auch hier für ein paar Stunden verdanken wir den Referenten und Referentinnen, die hierher gekommen sind und sich die Mühe gemacht haben,
einen freien und offenen Dialog im Denkraum einer Hochschule durchzuführen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, und bei Ihnen allen, dass wir gemeinsam vielleicht, wenn wir den Raum verlassen, eine Frage mehr haben, vielleicht sogar eine Antwort. Herzlichen Dank.